immer wenn ich Sport mache, ja, wenn, oder wenn ich anderen Leuten mal Sport zugucke, dann bin ich immer einfach, ich bin voll drin einfach. Ich bin voll drin, ich lebe es einfach. Das, puh. Ich schwitze mehr als die Leute hier drin. So, warte. Uäh. Oh, hier wird was repariert gerade. Der Reparateur ist wieder... Ja, der ist wieder da. Trinken wieder leer. Ich habe doch gerade eben aufgefüllt. Ich muss auch laufen. Boah. Pumpen. So. Und alle mitmachen. Geil. Oh. Junge, Junge. Das funktioniert ganz gut. Ich fühle mich auch direkt fitter. So. Halt, Entschuldigung. Den wollte ich gar nicht. Huch. Da hatte ich mal drei Minuten drauf. Die trägt so eine Plastikhose einfach, da schwitzt man jetzt sehr. So, okay. Ich mach Sport am Computer. Ich tippe einfach sehr hart in die Tasten. Ist auch anstrengend. Das ist alles Mindsport quasi. Brainsport. Entschuldigung, Testosteron kommt mir schon aus dem Maul raus gerade. Die Automaten auffüllen, ja, die gehen noch. Die gehen noch. Ich würde so gerne auch schwimmen gehen hier, ne? Ich würde so gerne auch schwimmen gehen. Liedtitel war Back to Back von Strlygt und Runen. Wirklich von Strlygt. Back to Back heißt es. Von Epidemic Sound ist das gerade, die Playlist. Oh, so, jetzt bin ich aber auch, puh. Ich hab 3 Minuten Sport gemacht, ich kann nicht mehr. Alter, komm her. Direkt in die Fresse. Hab ich direkt gegeben. Okay. Okay, ich muss selber nochmal joggen, ganz kurz. Bei der Mucke. Ich brauche noch Treppen, wo ich hochrennen kann. So, gleich wieder zurück. Natürlich auf der Straße, in der Mitte der Straße, weil ich aber Boss bin. Deswegen. Neue Kunden? Nein. So. Keine Geschenke, immer noch Weihnachtsbaum, oder? Nee. Enttäuschend. Und keine Werbung heute? Oder ist die Werbung ist ausgelaufen, glaube ich. Icon, das ist ein Windows-Song, wie du ein Programm startest. Klick aufs Icon. So, warte. So. Gut, das hat mir gut getan. 100.000 Gronkh-Moneten haben wir jetzt. 100.000 Gronkh-Moneten, Leute. Wir können jetzt alles kaufen. Jetzt kommen wir uns. Weißt du, was wir uns leisten können? Natürlich. Natürlich. Warte mal, ist ja unten. Ich wollte zweiter Stock machen. Warte, warte, zweiter Stock hier. Haben wir uns mal geleistet. So. Ja, Mann. Alter, nice. Sieht trotzdem schäbig aus, ne? Die Bude sieht immer noch ein bisschen schäbig aus. Die Glasfronten machen was her, aber ganz ehrlich, ich würde hier mal drüber malen eigentlich. Aber es geht leider nicht. Und wir müssen noch die Decke da holen. Und wir müssen, nee, oben haben die Glasdecke, aber wir müssen dann noch eine geile Decke holen. Und beim Pool, glaube ich, auch. Ja, wir müssen noch geilere Decken holen. So. Icon, Icon, klick aufs Icon, Icon. Wünsche dir manchmal einen ruhigeren Chat. Nein, ich bin sehr happy so. Und die Mods machen das sehr super mit dem Slow-Mo-Chat.
ist immer perfekt so, dass ich lesen kann. Also ich kann mich gar nicht beschweren. Aber wenn ich spiele, kann ich halt nicht immer auf den Chat gucken. Das, ich wünschte mir, dass das verstanden würde. So, Icon. Die bezahlen ja alle gar nicht. Die gehen raus, aber zahlen alle gar nicht. Sie bezahlen nicht. Sie gehen raus und bezahlen nicht. Sie benutzen unsere Geräte. Sie pissen auf unseren Boden, lassen ihre dreckigen Füße hier und dann gehen sie und bezahlen nicht. Ich brauche 7 Rausschmeißer. Geldeintreiber. Ja, Monatsabo wäre schön. Okay, wir müssen mal ein bisschen Kette geben. Ich mach mal ganz kurz eben kategorisch. Mach ich mal ganz kurz hier die Sachen weg. So. Ansonsten 5% geht. So, ich mach direkt zu, ne? Ach so, geht er noch nicht. Um 21 Uhr erst, warte. Zeig mir meine Haare ins Gesicht. Solange ich noch welche habe, feiere ich das. So, warte. 100%. Der Saftstand gibt immer 100%, Leute. Da kann man sich mal ein Beispiel nehmen. So, jetzt. Tschüss, Hund. Tschüss, Leute. Ich gehe rüber. Ich gehe jetzt rüber. Haben die hier hingekotzt? Wahrscheinlich unsere Shakes. Und jetzt irgendwie in diese sehr, sehr düstere Gasse. Ich verstehe gar nicht, warum muss das hier hinten sein? Ist bestimmt illegal. So. Okay, Leute. Puh, da sind wir. Bitte sag's nicht weiter. Hier in der Bar betreibe ich einen illegalen, ich glaube, illegalen Boxshop. Ich weiß nicht genau. Das Event beginnt um 22 Uhr. Bitte stellt eure Wecker. Da läuft gerade so ein Countdown runter. Weißt du, auf Twitch oder so oder auf YouTube, keine Ahnung. Puh. 22 Uhr geht's los, Leute. 22 Uhr, also Echtzeit bei euch zu Hause. Ihr müsst das Video um 22 Uhr gucken auf YouTube dann. Was ist mit der Mucke jetzt? Okay, ich bin ehrlich, das passt nicht zu so einem geilen Countdown hier. Ah, doch. Okay, Leute. Wirkt das jetzt die richtige Countdown-Musik einfach? Stellt euch einfach gerade eine geile 2D-Animation vor mit irgendwelchen coolen Pop-Art-Buchstaben, die durcheinander fliegen, bla bla bla. Irgendwelche Influencer, die mitmachen, mal wieder. Ja, und es wird bestimmt mega geil, das ist das Event des Jahres. So wie die anderen Events des Jahres. So, 5 Minuten, Leute, dann geht's los. Ich mache heute Restream von dem Event. Ja, ist ein Special-Event heute. Okay, 22 Uhr. Fighter 2, Gesamtwette, du erhältst bei Gewinn. Hi Bruder, ich wette für Kämpfer 2. Ja klar. Zähl mich zum Gewinner. Hi Bruder, ich wette für Kämpfer 1. Wette annehmen. Ja Bruder. Bruder, mach es. Du erhältst bei Gewinn. Hä? Ich verstehe das Prinzip noch nicht. Ich nehme einfach alle Wetten an. Und wir gucken, was passiert. Hi, was geht? Ich wette für Kämpfer 1, klar. 9,25, okay. Wette für Kämpfer 2, geschätzter Wert, 41. Ich kann keine Sportwetten. Ich nehme einfach alles an und mal gucken, was hängen bleibt, ne? Die hat ihr Handy gewettet. Die hat ihr Handy gewettet, Mann. Bruder. Was ist mit dem Handy? Das ist doch nichts wert. Ist noch mit OnlyFans eingeloggt. So, Bruder, Kämpfer 1, let's go. Alles klar. Stell dich schon mal hin, geh gleich los. 2000, okay. Du erhältst bei Gewinn. Aber ich verliere nichts, oder was? Wettteilnehmer erhalten. Ich glaube, ich verliere, oder? Also muss ich mich entscheiden, für wen ich Wetten annehme? Ihr habt eure Handschuhe vergessen. Los, Bruder. Was ist das für ein Kampf? Ihr müsst mal ein bisschen so...
Ihr müsst mal ein bisschen so hier. Komm, los. Ich will ein bisschen mehr Power sehen. Los, los, los. Was ist das für ein lahmer Kampf? Los, rein da. Komm. Ja, Glückwunsch. War okay. Ciao, Leute. Der Kampf war scheiße. Habe ich was gewonnen? Habe ich was verloren? Ich habe nicht drauf geachtet. Überzeugende Beinarbeit. Ja, das war, wow, das war das Event des Jahres. Das Jahr ist auch mal wieder vorbei. Ich, bin mir nicht sicher. Okay, wir haben 3K gewonnen. Sehr gut. Elektroswing? Was? Okay, wir haben Geld gemacht. Das ist gut. Dann nehme ich einfach alles an. Das kenne ich sogar noch. Hab auch mal im Intro, glaube ich, irgendwann. Vor Ewigkeiten. So, ich gehe direkt pennen. Wir haben 73.000. Wir sollten ausbauen. So. Komm, Hundi. Erstmal joggen. Ba-ba-da-ba-ba-da-bam. Dip-di-di-di-dip. Schnupp-dip-dup-dip-du-di-du-du. Schnapp-dip-dap-dip-da-di-da. Schnalli-dup-di. Schnubbeli-doin. Schnapp. Schnupp. Schnipp. Schnapp-dip. Schnupp. Schnipp. Schnapp-dip-du. Dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit. Wow. So. Cool. So. Knapp am Tod vorbei. Ja, aber so leben wir Sportler einfach. Wir Extremsportler. Ja? Knapp am Tod vorbei heißt für mich, ich mache nochmal ein Set extra. Das ist schon ziemlich knapp am Limit immer. Und dann, ja, dann später nochmal, nochmal ein Set. Nach einer kleinen Pause. Das ist für mich Leben am Limit, verstehst du? Einfach 2000%. So, und Hähnchen mit Reis. So, wie ein Staubsauger einfach hier. So. Loot hast du aber durch Starfield schon geübt. So. Einfach E drücken auf alles, was da rumliegt. Dann geht's schnell, dann kriegt man es schneller durch. So, hallo Hund. Soll ich aber E auf dich drücken? So. Und zurück geht's. Ba-ba-ba-ba-da-bam. Huch. So, Hundi, komm. Willst du Happer machen? Na komm. So. Jetzt habe ich dich immer im Blick, wenn irgendwas ist. Okay. Fitnesscenter ist offen. Werbung wird geschaltet. Wir machen fett Werbung heute, ne? Einmal hier. Entschuldigen Sie. Standard, natürlich. Klar. Klar, klar. Aber ich wollte Werbung machen. Wow. Ich wollte Werbung machen. VIP natürlich, mein Herr. Aber ja, mein Herr. Natürlich, mein Herr. Kommen Sie doch rein. Und für Sie, mein Herr? Ach, bäh, wasch dich mal. Bah. Und für Sie, meine Dame? VIP natürlich, Ma'am. Kommt sofort, Ma'am. Sehr gerne, Ma'am. Schön sehen Sie aus, Ma'am. So, Werbepartner. Let's go. Wir müssen uns beeilen. So, hier. Wupp. Wupp. So, alle Werbung geschaltet. Nur noch 46.000. Nur noch. Okay, ganz kurze Frage. Was passiert? Fitnessstudio, zweiter Stock. Umkleideraum, zweiter Stock. Zwei Saunen. Oh. Und zwei Spas. Warte, warte. Und Umkleideraum weiblich. Auch für die Damen natürlich. Zwei Saunen. Und zwei Spas. Möge der Spas beginnen. So, jetzt haben wir kein Geld mehr, aber wir haben alles ausgebaut da oben. So. So, warte, wir gucken mal ganz kurz, wie das aussieht. Die Leute gehen aber trotzdem rein, ne? Also ich wollte mal gucken, ob das funktioniert. Ich kann nicht mal sehen, ob die reingehen. Ich wollte mal gucken, ob es scheißegal ist, ob wir hier Umkleiden vorhaben. Würde ich gerne wissen.
Badam, bam, bam, badam, bam. Ding, ding. Oh, geil von hier oben. Über das einfache Volk zu schauen. So, natürlich haben wir neue Kunden. Hallo, mein Herr. Wieder auf, VIP natürlich. Kommen Sie doch rein. So, hervorragend. Und hier? Standard, naja, geht so hier. Nimm deinen Ausweis, verschwinde aus meinen Augen. Und für Sie, mein Herr? Standard, na gut, ich mach das nur für Geld. So, und für Sie, meine Dame? VIP, aber natürlich, Lily Watson. Was für ein wohlklingender Name für eine wohlklingende Frau. Dankeschön. Und für Sie, VIP, Caroline Barnes. Wow, was für eine außergewöhnliche menschliche Erscheinung mein Augenlicht erhält. Und für Sie, VIP, aber Lily Maxwell. Hallo, bin ich froh, dass Sie geboren wurden. Die Welt wurde bereichert um einen weiteren Stern. Und für Sie, VIP, Angela Smith. Hallo, wie geht es denn? Meine Güte, bin ich froh, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, sodass wir uns begegnen konnten. Und für Sie, Standard, okay, hier. Naja, man kann nicht alles haben. Aber was wir haben ist Kunden. Okay, wird ein bisschen mehr. Wird ein bisschen mehr, okay. So. Bam, badam, bam, badam, badam, bam, bam, badam, bam, badam, badam, bam, 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 bam. So. Ja, Gummiboden könnten wir halt komplett machen. Ich finde ihn aber hässlich, wenn ich ehrlich bin. Ich finde ihn hässlich. Ich finde ihn so hässlich. Guck dir den Gummiboden mal an. Der sieht aus wie Betonplatten. Können wir mal bitte die Roof raisen einfach mal zusammen? Ja? Können wir das mal machen? Aber ein paar Gewichte reinlegen. Wäre ganz gut. So. Einmal das Dach hochheben, bitte. Oh, guten Tag, mein Herr. Auch Roof Raisen. Was, Matteo Ray, bitte. Ihr Mitgliedraum ist im Gully. Der Eingang ist hinten. Gullideckel auf und rein. Niedrige Klar. Ja, hier gleich hinterher beim Gullideckel. Bah! Und hier, VIP natürlich, Lily Smith. Oh, Lily Smith. Oh, wie schön. Ist so eine Sternschnuppe vom Himmel gefallen. So, sehr gut. Das war billig, ich entschuldige mich. So. Ich sollte Geräte kaufen, ne? Aber ich will mal ganz kurz eben gucken. Oh, hey. Warte, warte. Let's go. Lass es eskalieren. Sehr gut. Ich wollte... Entschuldigen Sie bitte. Ich bin nicht zum Spannern hier. Ich will nur gucken, ob jemand massiert. Es funktioniert. Es funktioniert. Yo! Wir müssen gar nichts machen. Die gehen eh durch die Wände. Ist egal. Wir brauchen uns gar keine Mühe zu geben. So, ich hätte noch gerne mehr Geräte. Weiß, wie es euch geht, aber... Ich meine, ihr seid auch schon geile Geräte. Aber ich konnte euch ja nicht da hinstellen, damit Leute an euch trainieren. Das geht nicht. Versteht ihr? Deswegen muss ich Sachen kaufen. Ja. So. Shop, 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 shop. Was will ich denn da oben noch haben? Haben wir schon Ergometer? Ja, ne? Was brauchen wir da oben noch? Laufband haben wir, Ergometer haben wir, Latzugmaschine haben wir, Funktionstrainer können wir machen oder Kurzhantelständer. Handelbänke gehören auch noch. Ich muss mal gucken, was wir da haben. Kurzhantelständer können wir auf jeden Fall brauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schau mal. Ein- und Zwei-Sterne-Geräte hole ich. Was soll ich denn damit? Nee, will ich gar nicht. Bäh. So ein Billo-Quatsch findest du bei mir im Fitnesscenter nicht. Wir haben nur geilen Scheiß hier. Und alles sehr wohl sortiert, wie man sieht. So, Kurzhantelständer. 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 Erinnert mich gerade an, kennt noch jemand? Boing, peng, bum, tschak, bum. Hab mich gerade ein bisschen daran erinnert, ich weiß nicht warum. Ist lange her, kenn die wenigsten. So, okay, ich glaube zwei kann ich noch brauchen. Drei, vier.
ist das lange her. Das ist super lange. Das ist Shroom, Alter. Hör auf. Boing, peng, bum. Holy shit, Leute, was ist denn hier los? Natürlich VIP. Dankeschön, bitteschön, ciao. Huh. Okay, was darf sein? Standard? Natürlich. Ich muss mich beeilen. So. Und... Warum haben wir überhaupt niedrige Klasse hier? So, so, warte. Aber eine Menge Neukunden. Das ist schon mal gut. VIP, hallo! So, Standard. Und was machen wir hier Schönes? Ein bisschen Standard. Darf natürlich sein, na klar. So, halt! Pass auf, ich muss... So, einmal direkt von hinten ins Gesicht gegriffen. Aber war auch wichtig. Richtig und wichtig. Okay. Ich kaufe nochmal 4 von den Dingern hier. 4 von den langen Handeln. Kurzhandel, nicht langhandel. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das reicht. Ich gehe direkt aufstellen. So. Boing, peng, bum, tschak, bum. So, jetzt werde ich auch nicht mehr los. Waren 4 vielleicht zu viel? Oh ja. 2, wie ich mir gedacht habe, 2 hätten gereicht. Schlag ihm in den Mund. Ich habe ihm seine Zähne in den Hals gedrückt. Okay, pass auf. Pass auf. Wir machen anders. Ich weiß, ob das gut aussieht. Wahrscheinlich überhaupt nicht, ne? Das sieht ja scheiße aus. Was lassen wir mal lieber? Okay, pass auf, dann machen wir hier auswählen. Ja, so. Ja, wir ignorieren das. Passt schon. Okay, ich bin ganz ehrlich. Könnte ich mir beim Sport vorstellen, alles. So. Na, Girl. Ich mach wieder voll, warte. So. Ich fühle aber diese Verkaufsmaschine gerade. Alter, wenn ich die Musik höre, will ich direkt Sport machen. Geiler Track. So. Okay, ist voll. So, wir machen überall voll hier. Ich muss noch gucken, ob zwischendurch Kunden kommen. Weil ich bin der Einzige, der das auffüllen kann. Wir können keine Leute einstellen, die das auffüllen, weil die Leute hier in diesem... keiner in der City ist smart genug, diesen Automaten hier aufzufüllen. Leider. Die können alle zum Fitness gehen, aber gelernt haben die alle nichts. So. So. Kunden. Okay, weiter geht's. So. Okay. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Bis wann spielen wir den Gym Simulator eigentlich? Wir haben ja eigentlich durchgespielt, oder? Den Boxclub haben wir jetzt auch. Wir haben alles schon gekauft. Die Bude läuft. Bis wann spielt man den denn so? Man müsste immer wieder etappenmäßig reingucken, ne? Glaube ich. Aber ich glaube... So, Ergometer haben wir, das haben wir, das haben wir. Das hat 2 Sterne leider. Ich würde es trotzdem gerne sehen irgendwie, die Bizeps-Curl-Maschine. Weißt du was, wir holen die einfach trotzdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe auch mal 7 gemacht. Cyberpunk-Mucke, auch geil zum Trainieren. Ist nicht von Cyberpunk, aber sie müssen so an. Geil. Feier. Voila. Geil. Ja, es geht schon klar.
oder? Ich mach Pi mal Daumen, ne? Ich lasse aber nicht überlappen. So. So. Wow, die Animation überzeugt mich. Ist ja wirklich Cyberpunk. Ich hab voll Cyberpunk-Feeling. Was ist denn hier los? Hä? Als würde ich es gerade spielen. Und einfach despawn. Als würde ich es gerade spielen. Wow. Verrückt. Ich glaube, ich brauche mehr Geräte, ne? Von den Dingern. Da müssen wir erstmal ein bisschen sparen. Puh. Alter, die kommen gar nicht mehr hinterher mit dem Schmutz hier. Guck dir die mal an. Wir haben drei Leute, die putzen und die kommen nicht hinterher, weil die Leute so schmutzig sind einfach. Richtig schmutzige Leute, alle am Stinken und dreckig. Also wie Cyberpunk. Macht das jemand? Ich mach das schon, komm. Oh, ist wieder defekt, okay. So, Johnny Silverleg. Bäm, hat jemand durch die Wand getreten. Junge, der hat ihn durch die Wand getreten. Puh. Meine persönliche Hölle. Meinst du Sport? Das ist okay. Oder stinkende Leute. Das fühle ich aber. Manchmal im Sommer an irgendeinem Laden, wo nicht so viel Platz ist oder viele Leute drin sind. Und dann ist da mal immer einer drin, der den Sommer nicht so gut verträgt. Alter, wie viele Leute hier einfach sind, ne? Geil. 16 Uhr. Nice. Und wir cashen noch richtig ab. So, Glasdach haben wir schon. Was ist mit euch, Leute? Ihr müsst doch aufpassen. Ihr müsst doch ein bisschen aufpassen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich mach nochmal 7. Badim, badim, badim. Weißt du was? Ich bin unzufrieden. Ich würde gerne ein bisschen mehr Platz lassen. Das sieht scheiße aus. Würdest du bitte aufhören? Das Köln ist vorbei. Gib die Maschine frei. So, danke. Was ist denn hier? So. Dann machen wir hier die... Ich mach die mal hier vorne. Ich sehe es nicht genau, wo die Linie ist, aber die dürfte hier so ungefähr sein. Okay. Astralfitness. So. Manchmal glaube ich, der Entwickler beeilt sich bei einigen Sachen und dann werden die nicht ganz fertig. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte natürlich auch täuschen. Weiß nicht, wie euch geht, aber nun ja. Upp. Die Dinger sind falsch rum. Nur ich mach da, wo der Pfeil ist, da gehen nämlich die Leute rein. Die muss von vorne zugänglich sein. Ich weiß nicht genau, wie du dich da reinlegen willst. Aber ich bin ganz ehrlich, ich traue eher dem Spiel, das mir sagt, wie rum das muss, als dir. Kein Platz für Kunden. Kein Problem. Die, sollen ja motiviert werden, da reinzupassen. Junge, guck mal. Guck mal, wie das läuft hier. Wow. Kasper und seine Freunde. Mehr Abstand. Guck mal, das reicht doch locker. Und die geht sogar dahinter durch. Und zoomt wieder zurück und geht wieder dahinter durch. Ah, hat's geschafft. Läuft. So. 16.000 haben wir wieder. Keine Neukunden, schade. Ein motivierter Hund. Hat er gefressen? Mal seine Schale wieder auffüllen. Der hat nicht gefressen, okay. Der frisst nur jede Woche einmal, das ist okay. Das ist normales Hundeverhalten. So. 17.35, Leute. Kommt mal langsam zum Ende, ne? Ihr seht wunderschön aus, alle. Außer die Nippelbrüder hier. Was ist denn das hier?
So. Okay, warte, ich muss mal wieder ran. Da muss der Chef persönlich ran, das ist aber zu schwer für die Leute. Da trainiert auch gerade jemand, man sieht's aber nicht. So, fresh. Leute, kommt zum Ende. Letzte Runde für heute. Holt euch mal schön was Leckeres hier vom Stand. Wir haben Getränk wieder nachgefüllt. Ist gut für euch, gut für den Body, gut für Spirit. Alles. Gut für eure Seele. Und einen schönen Feierabend, Leute. Nicht vergessen, heute kommt 3 Nüsse für Aschelbrödel im Fernsehen. Als ob ihr an der Fernsehen guckt. 19:30 auf MDR2. Ah, ne, gibt's ja auch nicht mehr. Baum. So. Aschenbrödel. Aschelbrödel geht auch. So, 18 Uhr. So, 24.000 haben wir. Wir könnten wieder Geräte hinstellen eigentlich. Aber ich spare ein bisschen für Werbung morgen früh, ne? Ist, glaube ich, ein guter Plan. So, da hinten die Maschine ist nicht aufgeräumt, weil die wieder aus... Die ist wieder im Paralleluniversum gelandet, die kriegen wir nicht. Vielleicht nach einem schönen Schlaf. Ob es dann geht, weiß ich nicht genau. Wir gucken mal. Das ist so die Musik zum Nachhause-Cruisen einfach, ne? Fenster ein bisschen runter, weil ist ja Winter, aber ist egal. Wenn du geile Boxen hast, müssen Leute dringend mitkriegen, dass du geile Mucke hörst und ein cooler Typ bist. Und deswegen Fenster runter einfach. Und dann mit 20 km/h hier hoch und runter fahren. Damit alles mitkriegen auch. Ist wichtig. Und ein Arm muss aber dringend raus. Und dann kannst du auch mal mit 2 Fingern lenken. Oder mit dem Knie. Geht auch. Manchmal im Fiat Multipla. Boah, ich hatte mit meinem Fiat Uno damals. Das teuerste daran war die Stereoanlage damals. Stereoanlage. Das war, hatte die schon CD? Ich weiß nicht, aber die war das modernste und das teuerste. Und ich hatte geile Boxen drin, geile Stereoanlage, geile Mucke. Und immer wenn ich irgendwas mit Bass angemacht habe und ich habe immer aufgedreht, hat das ganze Auto von außen vibriert. Es war ein fucking Fiat Uno, ja? Es hätte mich nicht gewundert, wenn die Schrauben so langsam so, yeah, bei geiler Mucke einfach so rausvibriert wären und das Auto sich einfach auflöst. Und dann liegt es einfach in allen Einzelteilen, aber die Musik ist gut. Junge, Junge, Junge. Aber ich fand's geil. Ich fand's voll geil. Und ich weiß, ob ich nachts gefahren bin und mein Radio dann einfach die 90er Jahre digital anzeigen, ne? Mit digital, weißt du noch. Und es hat so richtig geil blau geleuchtet mit blauer Digitalanzeige. Das war der Shit einfach. Boah, war das geil. Da war ich stolz drauf, habe ich echt gespart drauf. Junge, Junge. Ja, was man damals gemacht hat, ja. Und dann, damit Leute das auch hören, Braunschweig-Bohlweg, ja, Fenster runterkurbeln, mit Handkurbel. Damit Leute auch zuhören können. Puh. Ach ja. Pioneer ins Auto, ich weiß nicht mehr, Pioneer Kenwood, irgendwas in der Richtung, ich weiß nicht mehr, was das war. Keine Ahnung. Fiat Uno war das beste Auto für richtig geilen Bass, wird auch bei Veranstaltungen verwendet, für Bass-Events. War das so zittert oder was? War das so vibriert? Puh. Oh, warte mal, irgendwas wieder scheiße. Ah! Junge, auf die Glatze. So, hier boxt der Chef noch selbst. Oh, stimmt, JVC. Gibt's ja auch noch. Ja, oder gab's? Ich weiß nicht mehr. Stimmt. Weil kleiner Innenraum, mehr Kompressionseffekt, gleich mehr lauter. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Boah, aber war geil. Mucke aufdrehen in einer kleinen Karre war schon geil. So. Heute auch noch so, aber heute ist anders. Heute ist, glaube ich, normal. Mit CD-Wechsler. Ich glaube, ich hatte sogar irgendwann einen CD-Wechsler. So einen 6-fach-CD-Wechsler. Ich weiß nicht mehr, was ich für Mucke da drin hatte. Ich glaube, die waren alle selbst gebrannt. Mit Nero Burning Rom. Puh. So, was fährt Gronkh jetzt für ein Auto? Ich kriege jedes Jahr über VIP-Leasing, kriege ich von Mercedes einen neuen hingestellt.
Deswegen fahre ich aktuell AMG. Also ich fahre sehr selten, aber wenn ich fahre, dann den. Nun. Oh oh, ich dachte schon. Oh oh. Aber die freezen alle. Was ist hier los? Wirklich? Ja. Bin auch sehr happy damit. Aber ich bin ehrlich, meistens, also wir fahren, wenn wir fahren, dann meistens Kurzstrecken. Und dann fahre ich meistens die A-Klasse von Tati. So. Die ist ein bisschen kompakter. So. Alter. Was? Ist hier gerade die Demo in Berlin oder was? Alter Schwede, okay. Wow, einfach wow. Und so viele stinkende Menschen auch dabei. Okay. So. Okay, Leute, wollen wir rüber? Ich müsste eigentlich speichern und laden und das Ding da reparieren, ne? Warte mal, ich speichere mal gerade. Warte. So, der gute alte Plextor-Brenner. Oh Gott, ja, oh Gott, ich erinnere mich an den, aber ich weiß nicht mehr, ob ich den hatte. Das weiß ich nicht mehr. Kann ich ja nicht sagen. Ob da wohl ein Fan bei Mercedes sei. Nee, lustigerweise bin ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir an den rangeraten bin. Ich glaube, über André Kuschel von der RPC damals. Den habe ich später nochmal getroffen und wir haben irgendwie gequatscht, oh bla bla bla. Und ich bin dann irgendwie an den Mercedes-Typen von Monte geraten. Das war auch Montes Mercedes-Guy. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist, keine Ahnung. Aber darüber kam das. Die Welt ist ein Dorf. So, warte, ich muss mal ganz kurz eben hier. Das hat ja alles nicht angezeigt, ne? So, warte. Oh. So, jetzt aber. Ich hatte damals einen der ersten Brenner, 400 Mark damals. Ach du Scheiße. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. So. Hä? Dim, bim, bim, bidim. Monte hat, glaube ich, kein VIP-Leasing mehr. Ja, das kann sein. Das, ich bin da nicht ganz im Bilde gerade. Ich weiß nur, das war darüber irgendwie die Connection. Da ist noch Schwitz. Oh shit, wir müssen Boxclub, ne? Wir müssen zum Boxclub. So schnell zumachen. Die können ja selber nach Hause gehen. Ja klar, die trainiert noch. Na klar, lass dir Zeit. Natürlich. So, wir gehen Boxclub. Wir machen noch ein bisschen paar Moneten. Kauft sich heute noch, wer noch Computerbild oder andere Computerzeitschriften? Ja, ich habe die Retro Gamer. Als es die noch gab. Jetzt gibt's die ja nicht mehr. Aber noch eine andere Retro-Zeitschrift. Die haben auch so zwei, drei Zeitschriften, habe ich noch im Abo. Ich mag es irgendwie gerne, mich damit irgendwo hinzulümmeln. Und das ist mal kein iPad oder so. Finde ich irgendwie ganz angenehm. Mal ein bisschen blättern wieder so. Welchen AMG hast du? Habe ich vergessen. Ich weiß wirklich nicht. Ich kenne mich nicht so aus bei denen. Also ich habe einen sehr großen. Und die hat ja eine A-Klasse. Deswegen lasse ich den großen immer stehen und fahre meistens mit der A-Klasse. Es sei denn, wir machen Großeinkäufe oder fahren mit mehreren Leuten zu Events. Dann fahren wir den großen.